So, dann lass mal zu Darwish, mein lieber Herr. Wo sind Sie? Ist irgendjemand drin? Ein großes Unglück ist geschehen. Verlangen, dass ihr sofort diese Tür öffnet. Aber ich glaube, wir sind ja raus aus dem Schneider jetzt erstmal, ne? Für die ganzen Wachen. Ich glaube ja, weil sie haben mich jetzt, glaube ich, nicht mehr auf dem Schirm. Dann können wir erstmal hier so, ich sag mal, entspannt durchmarschieren. Oder auch natürlich in Stroh springen, natürlich was man halt so macht. Einfach weitermachen. Genau, das, was er sagt. Ich habe aber irgendwie kein gutes Gefühl. Ich glaube, Nihal geht's eventuell nicht mehr so gut. Vielleicht, wenn sie überhaupt noch unter uns weichelt. Oha. Wende deinen Blick ab. Wir hätten nichts tun können. Nichts? Wenn der Kalif noch lebte, wäre das nicht passiert. Pass auf wen du deinen anklagenden Finger richtest. Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehlen. Nur damit du deine schlauen Freunde beeindrucken kannst. Ich habe uns gerettet. Du hast ihn getötet. Das warst du. Es kam von da drüben. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Schnell! Alle sind tot. Sie hat uns halt wirklich gerettet, obwohl, ne? Ich also es war, den sie bestrafen wollten. Ich darf nicht hier sein. Ich muss. Geh zum Anleger. Ich glaube, wir haben auch immer noch keine Chance, ordentlich zu kämpfen. Nicht mit unseren Fäusten. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Anleger halt. Ja, komm, Nihal lebt doch noch. Darwish kann ich mir auch gut vorstellen, dass er noch da ist. Den habe ich jetzt gerade nicht gesehen da. Aber halt leider die ganzen Kinder da, ne? Die hat's leider erwischt. Mal hier rüber. Aber dass wir jetzt da so sauer auf sie sind, verstehe ich jetzt so halb. Ja, sie hat ihn gekillt, aber er hätte, glaube ich, uns gekillt. Also da bin ich mir recht sicher. Also von daher schwierig, schwierig, schwierig. Moin. Ach, weißt du was? Ja, hör auf zu nerven hier, weißt du, die Leute wollen schlafen, vielleicht noch ein bisschen Ruhe haben und du hier, weißt du, machst Stress. Ah, leider kriegen wir aber kein Geld dadurch, ne? Vielleicht bisher noch nicht, vielleicht kommt das noch. Hier ist aber auch nichts, ne? Ne, nicht wirklich. Ist er das? Ich denke schon. Das reicht mir. Lauf! Da kommen sie. Gib mir doch mal ein Schwert. Warum darf ich mir kein Schwert von denen nehmen? Was? Also ich sag euch so wenigstens, ich hätte mir schon jedes Schwert genommen, was ich hätte bekommen können. Was hast du vor? Nicht nachdenken. Hier haben wir wieder die wunderbare Wand, sage ich einfach mal. Und wir sind... Erstmal danke, wir haben die Kernherausforderung. Okay, dankeschön. Aber das hier sieht tatsächlich ziemlich mehr nach einem
Traum aus. Oder wir sind vielleicht bewusstlos. Das kann gut sein. Den Turm haben wir auf jeden Fall schon gesehen bei der Einleitung. Moin, guten Tag. Ein neuer Tag. Eine neue Prüfung. Ich sollte zurück. Aller Mut, 2 Monate später. Ach so. Kehre zur Ausbildung zurück. Dann doch kein Traum. Ich dachte tatsächlich kurz. Das heißt, wir sind in so einer Ausbildungsstätte einfach wahrscheinlich von dieser Roshan da. Können wir hier schon irgendwas mitnehmen? Vermutlich nicht, ne? Ist ja noch alles ein bisschen so Einleitung, ne? Glaub, bis wir so richtig, sage ich mal, loslegen können, wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Mal schauen. Regeneration der Gesundheit. Das haben wir schon gesehen. Wir können was essen. Um unsere Heilung einmal zu fördern. Ganz schön. Und ich glaube jetzt mal ganz stark zu vermuten, dass wir da oben zu den beiden Türmen einmal hin müssen. Aber das ist nur so ein Guess von mir. Ach du Heilige. Das sind ja hier überall welche. Wer soll es dann tun? Ja, die brauchen mich doch gar nicht. Haben doch genug Assassinen, sehe ich hier, ne? Da bin ich überbewertet. Da bist du ja. Bist du bereit? Ich denke schon. Lass den vergangenen Tag hinter dir. Auf den heutigen hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen. Ich glaube, wir begeben uns jetzt ins Tutorial. Nur zu, Basim, wie wir es geübt haben. Ja, Meisterin. Ja. Alles klar. Über den Todessprung. Können wir gerne machen. Also, wir müssen erstmal hier gucken. Genau. Gut, hier wirst du natürlich nochmal in die Grundlagen eingeführt, ne? Von dem ganz normalen Assassin's Creed, wie man es halt kennt. Nur ich kann es irgendwie nicht. Wir müssen da oben hin. Gut, wir können sowieso wahrscheinlich an jeder Felsenwand hochklettern, ne? Und ist ja irgendwas vorgebestimmt. Ja, nice. das habt ihr natürlich jetzt nicht gesehen, ne? Das Tutorial, gar kein Problem. Schaffen wir natürlich. Ah. Dann gib mal Gas. Sehr gut. Und gucken. Du wirkst heute sehr kräftig, Basim. Nicht nachlassen. Ich bin zwar gerade eben runtergefallen, aber ich nehme das Kompliment gern mit. Sachte, Basim. Sachte. Spring! Jetzt! Ja, Meisterin! Ich habe genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Willst du in dem Heuhaufen dein Lager aufschlagen, Basim? Die klang auch jetzt nicht gerade sehr begeistert von unserem Sprung. Am liebsten möchte ich mir hier wirklich mein Lager jetzt einrichten und mich schämen. Das war toll! Ich sehe es an deinem Körper. Du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen. Der Todessprung ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin. Richtiger Profi hier. Kehren wir zum Lager zurück. Das finde ich aber sehr interessant, dass hier so richtiges Assassinenlager einfach ist. Darf ich dich etwas fragen? Du darfst. Als ich in Al-Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und 5 Männern mit Maske, Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen. Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt? Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten, indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Einfluss. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Wir setzen deine Ausbildung später fort. Ja, Meisterin. Hier ist ja voll viel los. Hast du Mentor Raihan im Lager gesehen? Er bereitet den Empfang der Gesandten der Taherian vor, Meisterin. Danke. Bitte. Okay, mit dem reden wir jetzt einmal dann.
Guten Tag. Guten Tag, Tabith. Hallo, Basim. Was beschäftigt dich? Um ehrlich zu sein, bin ich frustriert. Der Orden in Bagdad ist seit dem Tod des Kalifen nur noch stärker geworden. Und wir sitzen auf diesem Berg fest. Mentor Raihan weiß sicher, was er tut. Vielleicht sollte ich mehr vertrauen. Ich suche nach Fulat. Hast du Fulat gesehen? Wahrscheinlich ist er wie üblich in seiner Schreibstube. Aber gut, ich muss wieder an die Arbeit. Wir sehen uns. In seiner Schreibstube. Ich glaube, hier oben kommt noch mal mit jemandem reden, ne? Hier. Moin. Wie geht es Nur, dem tapferen Adler? Wird er fallen oder emporsteigen? Du wirst emporsteigen, Sadiki, wenn Allah es so will. Danke. Wir haben ein ähnliches Gemüt, weißt du? Wie kommst du denn darauf? Einer der Banu Musa war wütend auf dich und das ließ dich völlig kalt, weißt du noch? Ich hatte seinen Hammer nicht angerührt. Du wolltest dich nicht für etwas entschuldigen, das du nicht getan hattest. Stur wie ich. Das weiß ich zu schätzen. Dann sind wir uns einig. Hast du Fulat gesehen? Gut, wir wissen es wahrscheinlich, aber wir machen es trotzdem nochmal. Hast du Fulat im Lager gesehen? Ja, er unterhält sich mit Ahmad bei seiner Schreibstube. Auf ein Wiedersehen. Alles klar. Ich würde sagen... Ah, diese richtig kleine Stadt auch einfach, ne? Okay. Finde ich cool. Ich würde sagen, dann begeben wir uns mal zur Schreibstube. Wieder sehr, sehr schön. Hier gibt es bestimmt einige kleine Easter Eggs oder generell ein paar Secrets. Ist auch riesig hier, ne? Ups. Ein richtiger Profi. Wir sind hier auch immer hoch, aber, ne? Eine ganz eigene kleine Stadt hier. Da ist er. Ah, was ist das in der Ecke? Hier. Eine kleine Zeichnung? Meine Unterschrift, damit du weißt, dass es von mir kommt und nicht von El Hassan oder schlimmer noch Abu Jafar. Ein Scherz, du verstehst? Auf bald. Ah, Basim, wie geht es dir? Ja, Enkidu, gleich gibt es Futter. Ist klug und soll mit Klugheit nicht auch Geduld einhergehen? Das erinnert mich an jemanden. Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld. Begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen. Ich nehme es mir zu Herzen. Roshan trug mir auf, dich aufzusuchen? Ach ja. Rivka braucht Lederstreifen. Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Mache ich, Fulat. Bis später dann. Gut, anscheinend sind wir auch noch Laufbursche, ne? Der gute alte Azubi, man kennt ihn einfach, ne? Ich frag mich, warum wir noch nicht noch Kaffee kochen. Aber gut, holen wir mal ein paar Lederstreifen. Das hat echt einen guten Vibe hier, muss ich sagen. So eine schöne Stadt hier, weißt du, im Berg reingehauen. Hat was. Rivka braucht Lederstreifen aus dem Lagerhaus. Ich muss sie für sie suchen gehen. Mhm. Das ist es nicht. Kein Problem. Es ist schwer, hier irgendwas zu finden. Dann räuspern wir uns mal. Vergesst die Feder nicht, Fulat. Erinner die Bruderschaftshäuser in Bagdad daran, jede blutgetränkte Feder und jeden Auftragsbericht nach Al-Amut zu schicken. Jede Feder ist ein Sieg. Sie müssen gesammelt und verzeichnet werden, auf dass sie nicht auf den Abfallhaufen der Geschichte enden. Dies ist weit mehr als nur eine Zeremonie. Zukünftige Generationen von Verborgenen werden sich von unseren Aufzeichnungen leiten lassen. Unsere Vergangenheit muss unsere Zukunft begründen. Sie darf nicht ausgelöscht werden. Mentor Raihan. Den werden wir auch, denke ich, nochmal kennenlernen. Nein, das ist kein Lederstreifen. So, dann machen wir kurz mal hier Adlauge an. Da haben wir noch was. Natürlich das letzte in der Ecke hier. Das war ja klar. Diese Kräfte. Aber sieht doch eher nach dem Lederstreifen aus. Beginnen uns unter Druck zu setzen. Kräfte? Du meinst den Orden, Aban. Ich kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sadiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen. Und wenn ihr ihnen weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer Antwort des Kalifats zusichern. Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei, Statthalter Muhammad ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Daran zweifle ich nicht. Ich kam, um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell.
Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Aban. Okay. Bringen die zu... Also die Tahirian, die diese Lande regieren, sind das Einzige, was zwischen Alamut und einem groß angelegten Angriff steht. Ein zerbrechlicher Frieden. Wie lange wird er bestehen? So, guten Tag, Rivka. Wie geht es Ihnen? Das ist unnötig. Aber wir haben ja hier nochmal was. Lass mich ziehen, Azadeh. Wie ich höre, suchst du immer noch. Du jagst Gerüchten hinterher und rufst meinen Namen. Die Frau, die du verfolgst, ist tot. Und dieser Name liegt mit ihr begraben. Ich bin Roshan, Niemandes Tochter, Schwester vieler. Ertränke mein Schmerz in der Bruderschaft. An dieser Gemeinschaft kannst du keinen Anteil haben, denn die Sache ist grausam unseresgleichen und ich lasse nicht zu, dass du verletzt wirst. Dreh um, alte Freundin, suche nicht länger nach mir. Wir werden nicht alles hier vorlesen, weil ich glaube, da wird es einige Briefe geben, aber am Anfang kann man ja ein bisschen was mitnehmen hier. Die erste Klinge, liebe Roshan, ich lege meinen Brief ein seltenes Fundstück bei. Eine uralte Zeichnung einer versteckten Klinge, der ersten. Du siehst ihren Namen, Xerxes Schrecken. Dies war bei Dairos Waffe. Ich weiß nicht, ob unser berühmter Vorfahrer nach seinem Verrat jemals in sein geliebtes Persien zurückkehrte. Aber ich dachte mir, dieses Bild seiner Klinge sollte in sein Geburtsland zurückkehren. Und zu dir, Itamos der Grieche. Das ist aber interessant jetzt hier, muss ich sagen. Denn wer Assassin's Creed Odyssey gespielt hat, der weiß, dass es einmal diese DLC gab. Das Vermächtnis der ersten Klinge hieß das, glaube ich. Und genau, da geht es genau um diese Person. Das ist sehr cool, muss ich sagen. Gut, hier kann man nachher runter. Let's go. Wie kommt der Bau voran? Es dauert länger, als wir erwartet haben, Sayid. Das ist sicher frustrierend. Mentor Daihan ist ein weiser Mann. Doch er spricht von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Bagdad hat sich verändert. Es ist gefährlich. Das war nicht Rivka. Ups. Ah, da unten. Na komm, dann gehen wir da lang. Schön mit der bloßen Hand, ne? Schön haben wir hier die Handflächen aufgescheuert, wie sich das gehört. Das ist, glaube ich, jetzt aber Rivka. Rivka? Basim, Basim! Streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Wie es scheint, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Hier ist dein Dolch. Ein kleines Brotmesser bekommen wir, ey. Ja, besser als gar nichts. Und dein Schwert. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Ja, das sieht schön aus. Diese Klinge hat Charakter. Warum sollte ich etwas machen, das nicht einzigartig ist? Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Oh, vielen lieben Dank. Da haben wir doch unsere Waffen, nachdem ich die ganze Zeit schon frage. Roshan sagte, heute stünden noch Übungen an. Wurfmesser. Zeig mir dein neues Schwert. Ich freue mich schon. Guck mal hier, Dolch des Eingeweihten von Alamut und Schwert des Eingeweihten von Alamut. Beides einmal bekommen. Was haben wir hier? Waffenauflistung. Hier ist eine aktuelle Bestandsaufnahme unserer Waffenkammer, sowie das, was wir den Aufständischen schulden. Schwerter 33, haben wir 12 versprochen. Pfeile 247, 50 versprochen. Wurfmesser 58, 20 versprochen. Rauchbomben 22, Anmerkung, Schnüre für Dochte, benötigt. Blaspfeile 51, Anmerkung, Wildkräuter für Schlafmittel benötigt. Einen der Banu Musa nach Rezeptur fragen. Alles klar, dann vielen lieben Dank. Dann, wo bist denn du? Übung mit dem Wurfmesser. Sprich mit dem Verborgenen um... Dankeschön. Wir sagen, trainieren wir das mal kurz, ne? Wie kommst du mit der Ausbildung voran? Nur hat mir eine neue Art gezeigt, mein Messer zu halten. Das hat meine Genauigkeit stark verbessert. Wenn man es genau so wirft, segelt es schnell und sicher durch die Luft.
Probieren wir gerne mal aus. Weißt du nicht mehr, wie man ein Messer benutzt? Doch, doch. Warte mal kurz. Guck mal. Ich weiß es gerade nicht. Rüste, indem du gedrückt hältst. Kein Problem. Ah, eine Fackel haben wir. Okay, wunderbar. Gegen was sollen wir jetzt werfen? Ist eigentlich egal, ne? Wahrscheinlich hier. Bei Allah, ein guter Wurf. Ah, hier ist noch eins. War das alle? Aber die kann man dann nicht kaputt machen. Ah, du hast mich dazu gebracht, mehr zu üben. Das ist der richtige Weg, okay. Sadiki. Alex hier. Da waren alle, okay. Geht's irgendwie auch hoch? Ey, das ist, glaube ich, jetzt ziemlich groß. Kann das sein? Ich muss da eh in sich gerade, ne? Na gut, dann lass doch hier den vorgefertigten Weg einmal nehmen. Ich glaube, der ist sowieso dafür gedacht. Und natürlich steht hier einfach eine Leiter. Na klar. So, guck mal, wer braucht schon hier diese Vorrichtungen? Wir benutzen einfach den kahlen Felsen. Na, wobei jetzt hier nicht. So. Das sind Züge. Die kennen wir aber. Die sind bekannt. So, wer bist denn du? Friede sei mit dir, Sadiki. Friede sei auch mit dir. Hat Fulat dich geschickt? Nein, hat er nicht. Du hilfst also nicht bei diesen Felsen? Ich bin sicher, du meinst einen anderen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich habe keine Zeit. Ich muss das Problem hier lösen. Dann will ich nicht stören. Okay, das ist natürlich nicht unsere Arbeit, ne? Sowas erledigen wir hier nicht. Na komm, reden wir mit dir auch nochmal, wenn wir schon mal da sind. Friede sei mit dir, Sayidi. Friede sei auch mit dir. Ich war vorhin in den Bergen unterwegs und der Anblick der Festung Alamut erfüllte mich mit Ehrfurcht. Mentor Raihan gebot uns, die Adlerhorste in den Gipfeln dieser Berge zum Vorbild zu nehmen. Ich erkenne den Einfluss. Frohes Schaffen. Allah sei mit dir. So, da hinten müssen wir eigentlich nicht hin, aber es ist interessant. Oh, das ist auch zu Ende. Ja, never mind. Ich dachte, das ist ein kleines Secret einfach. Ja, moin. So, zack. Oh. Ganz ehrlich, zum Übungsgelände hinzubekommen, ist auch schon eine Übung an sich, ne? Was macht er hier wieder? Nee, mach mal nicht. Wunderbar. Es wird hier alles aufgebaut. Das ist auch eine Heidenarbeit gewesen, das sage ich euch. Gut, okay, man weiß ja, dass Assassin's Creed Mirage, um das mal kurz nebenbei zu sagen. Oh ja, moin. Hauptsächlich nur in Bagdad stattfindet. Ich weiß es nicht inwiefern, weil die Map habe ich jetzt noch nicht gesehen. Apropos Map. Ja gut, gibt's noch nicht. Inwiefern so das Land drumherum zu sehen ist, das weiß ich nicht. Weil ich glaube jetzt hier, das was wir im Hintergrund sehen, das werden wir alles nicht besuchen können. Gut, das ist jetzt hier auch nur der Turm selber. Bin ich mal sehr gespannt, wie das später sein wird. Gute Arbeit. Bis morgen. Basim, Zeit für dein Kampftraining. Ich war überrascht, als Rivka mir das gab. Ist ein Schwert nicht eine etwas grobschlächtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. Bist du wirklich hier? Nun, ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es, aber auch mit Geist und Seele. Ist das ein Rätsel? Nein, es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Du musst auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken zu. Was machst du? Willst du, dass man dir in den Rücken sticht? Boah, nee, ungern, ungern, ne? Erstmal schnelle Hiebe. Gut. Ja. Boah. Endlich können wir was machen hier. Ich warte auf dich. Ich mach das doch die ganze Zeit. Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen, um größeren Schaden anzurichten. Dabei bist du kurz ungedeckt. Also passe es gut ab. Und los. Okay, machen wir so. Ja, die blockt ja alles. Mach ich doch die ganze Zeit jetzt, oder nicht? Genau so. Okay. Worauf wartest du noch? Sag mal, was disrespektet die uns denn so? Ich mach nichts anderes. Nun zur Verteidigung. Du kannst gegnerische Angriffe parieren.
Nach ein paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche, meine Angriffe zu parieren. Okay. Du musst sie auch angreifen. Ja! Sehr geil. Komm noch mehr, ich warte auf dich. Das ist gut. Oh yes. Keine Chance hast du gegen mich. Mit unserem hier schönen Schwert. Ausgezeichnet. Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Mach dich bereit. Altes Ausweichen? Das ist eine komische. Gute Arbeit. Das müssen wir aber gleich einmal umstellen zwischen den Cuts hier, ne? Zwischen den Folgen. Weil das habe ich ja gerade immer auf Steuerung gehabt und das hätte ich auch gerne weiter noch auf Steuerung. Entschuldigung, ich rede auch gerade nebenbei, ne? Das tut mir leid. Ich war abgelenkt. Ich habe doch versucht. Ja, genau so. Na? Gut gemacht. Versuchen wir es doch einmal mit einem freien Kampf. Setze ein, was du gelernt hast. Gerne. Das hat mich überrascht. Mich auch. Also richtig wehren. Ja, komm, jetzt zack, jetzt haben sie. Hol deinen Geist zurück ins Hier und Jetzt. Ja, wieso? Ich habe doch hier. Disrespected mich die ganze Zeit. Hier, zack. Oh, ich habe keine mehr. Ja, moin. Ja, gut, konnte ich nicht ausweichen. Ja, mal, konnte ich. Nee, doch, konnte ich parieren, meine ich. So. Na, ups. Nimm das! Wo kam das denn her? Weiß ich auch nicht. Hab mich selber überrascht. Für heute sind wir fertig. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin. Das werde ich. Gut. Dann auf bald. Ich bin echt gespannt, wie groß die Karte letztendlich sein wird. Das ist jetzt gerade auch etwas, was mich wirklich interessiert, weil hier werden wir anscheinend immer mal wieder zurückkehren können. Ahmad wird bald zum Haus der Weisheit zurückkehren. Ich fürchte, er begibt sich mitten in ein Schlangennest. Ich weiß, wie nah du deinem Bruder stehst. Bald wissen wir mehr. Dann können wir handeln. Friede sei mit dir, Abu Jafar. Ich bin Ahmad. Ahmad, entschuldige. Sei unbesorgt. Komm und wärme dich am Feuer. Unser Bruder Ahmad verlässt uns morgen. Nach Bagdad, zum Haus der Weisheit. Das Haus der Weisheit? Meine Brüder und ich arbeiteten dort über viele Jahre. Ich habe noch immer einiges zu tun. Die Wissenschaft wartet auf niemanden. Und ich erfülle meine Pflicht als Verborgener, indem ich unter den Gelehrten eure Augen und Ohren werde. Du hast mein Gewand gerade auch ein bisschen abgegangen. Fulat! Erzähl Basim die Geschichte von der Feder. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Ma'at. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Diese wurden für das Urteil des Herrn der Duat hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben und unseren Platz kennen. Wir sind Boten der Gerechtigkeit und keine Richter. Hilft mir heute Abend jemand beim Wachgang? Ich komme mit dir, Nur. Ich muss mich bewegen, wenn mir heute noch warm werden soll. Ich danke dir. Lass uns gehen. Kommst du, Basim? Heb dir die Geschichten für später auf.